Servus aus Pöllendorf und herzlich willkommen zum Farmvlog 153, heute bei Hauers Highlands. Servus, herzlich willkommen zum neuesten Video. Nahtlos geht's weiter, wo das andere Video aufgehört hat, fängt es noch hier an. Jetzt am Samstag habe ich nochmal versucht, irgendwie den Steuer trotzdem noch mit reinzukriegen, ohne dass ich die Ballen großartig woanders hinstelle. Und ich habe festgestellt, machen wir ein bisschen Licht, Platz ist selbst in der kleinsten Hütte, ne? Also haben wir schön eingebaut. Da drüben kommen wir auch noch ein bisschen an die Tür. Wunderbar, schick, schick. Tür geht zu. Perfekt. Es geht halt nichts über einen schönen kompakten Schlepper, ne? So, jetzt einfach einmal alles zusammenpacken. Jetzt geht's ab zum Metzger. Ich hole die Ware für den Verkauf am Sonntagmorgen. Und heute Nachmittag hat sich nochmal hoher Besuch bei uns angekündigt. Da schalte ich dann auf jeden Fall die Kamera wieder ein. Ja, jetzt am Samstagnachmittag einmal die Weidekontrolle wie üblich. Heute haben wir prominenten Gast. Ich habe es angekündigt. Servus. Moin Leute. Landwirtschaft Oberlausitz. Der Henry ist mit Familie im Urlaub unterwegs und hat noch mal kurz bei uns rangehalten. Genau. Wo war denn überall? Na, wie gesagt, hinzu waren wir haben wir bei Michi angebremst, bei der Rosa Kuh. Urlaub gemacht, also Urlaub zur Runterzuse und dann beim Martin, beim Grimhof haben wir noch mal kampiert die Woche sozusagen. Und jetzt rückzusammen haben wir gesagt, da haben wir gleich mit Stefan auch noch mal an, wenn sowieso auf dem Weg liegt. Bietet sich an, die große Bayernrunde. Genau. Peter hat es ja ähnlich gemacht. Ja, und jetzt genießen wir gerade so diesen herbstlichen Ausblick in Pullendorf. Ist schon geil, oder? Sehr schön. Ist schon geil. Also schöne Gegend und schöne Ränder. Wir leben da, wo andere Urlaub machen. Genau. Noch leben wir da. Auch schon gesagt. Das ist schon eine geile Gegend hier. Ne? Ja. Da haben wir ja auch noch gar nicht in der Ecke waren, in Bayern. Wir waren immer noch oben an der See, wenn wir im Urlaub waren. Und das ist dann das ist lohnenswert. Ja. Und unser nächster Ausflug. Wenn wir mal wieder Urlaub machen, fahren wir mal die nördlichen Kollegen alle an. So, Sonntag. Der Highland Shop ist erfolgreich gestartet und schon wieder zu großen Teilen geplündert. Jetzt wollten wir gerade ein bisschen rausgehen, das übertrieben warme Wetter genießen. Und was steht da im Garten bei uns? Leider keine Kamera greifbar. Ein Kalb. Welche ist es? Es ist unsere Fenja. Unsere Fenja scheint wohl so ganz helles Köpfchen zu sein. Denn die war ja letzte Woche auch schon mal draußen. Ebenso hat sie es wieder gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie die da rauskommt und wo sie rauskommt. Aber das ist auch die, die sich auf die Weide stellt und schreit. Nach dem Motto, Mama, hol mich. Aber die Mama holt natürlich nicht. Und die brüllt also den ganzen Tag vor sich hin. Ja, wie schon gesagt. Ein bisschen erkenntnisresistent. Müssen wir mal gucken, wie sie sich noch macht. Wenn die Weide, sagen wir mal so, ja, unkooperativ bleibt, dann müssen wir mal gucken, ob wir daraus wirklich auch neue Mutterkuh machen oder nicht. Aber das steht in den Stern. Jetzt muss ich aber nochmal runter, denn bei der Reintreibeaktion habe ich die eine Feder, Torfeder, ausgedehnt und die hängt jetzt so bloß noch am letzten Stückchen. Habe jetzt aber meine Zange vergessen, jetzt muss ich nochmal zurück, damit ich die schnell zurechtbiegen kann, damit es auch weiterhin ein stabiles Federtor bleibt. Jo, da steht sie jetzt nun bei ihrer Mutti. Mutti kümmert sich ganz fantastisch drum, aber sie, ja, macht uns da jetzt öfter Probleme. So, ich tue es einmal mit dem Schlamm da durchwalken. Denn da unten hat es nur bei der Befreiungsaktion oder bei dem Wiedereingliederungsversuch die Feder ein bisschen aufgezogen. Da schalte ich jetzt mal schnell den Strom ab. Ich steuere da kurz, ja. Dass das auch passt. So. Strom mal schnell abschalten. Geht ja jetzt alles per App und Handy. Gott sei Dank. Und weg ist er. Jetzt haben wir da Werkzeug. Wir können das mal ganz gepflegt überarbeiten. Und da ist natürlich ordentlich Spannung drauf jetzt. So, passt. Jetzt recht gebogen.
Schalten wir da den Strom wieder ein. In der Nummer. Jetzt, oder? Und das war's gewesen. Die kurze Reparatur zwischendurch. Das war's zum Sonntag. Servus, heute Mittwoch. Bergfest. Woran merkt man, dass der Hauer wieder in der Versandwoche ist? Erstens mal, wenn sich draußen Pakete türmen für den Abholer. Und wenn der Flock etwas kürzer wird, denn vor lauter Packerei und Zeug bleibt dann von ein bisschen wenig Freizeit, was wir haben, wenig außerhalb von Füttern und Misten, was man irgendwie für Arbeit benutzen kann und somit auch für Videomaterial. Deswegen diese Woche wieder etwas spartanischer. Jo, ich fahre jetzt nochmal nach Feierabend schnell mit dem Polaris eine Weidekontrolle. Was ich halt zusätzlich zum Verpacken die Woche noch habe, ich mache aus beruflichen Gründen ein bisschen Lernarbeiten, denn ich muss mir die ganzen Kulturstrategien noch ins Hirn prügeln, denn man will ja seine Kunden schließlich auch gut beraten. Deswegen für alle Kulturen Mais, Grünland, Raps und was wir sonst noch in der Gegend haben, einfach mal alles verinnerlichen und versuchen zu verinnerlichen. Das ist natürlich kompaktes Wissen, was manch einer in der Lehre mit 3 Jahren Indus kriegt, plus dann Erfahrung über lange Jahre, muss ich jetzt innerhalb Rekordzeit von wenigen Wochen drin haben. Da raucht der Kopf und da bleibt wenig Zeit für anderes. Heute Mittwochabend Thomas Andresen vom Hof Basel und bei mir zu Gast im Stream. Ich denke, ihr wart wieder alle mit dabei, die jetzt diesen Vlog schauen. Wenn nicht, könnt ihr den hier oben, da ist er verlinkt, nochmal nachgucken. Wird bestimmt mega interessant. Ja, das entspannt. Das zaubert dem Bauer immer wieder so ein kleines Lächeln ins Gesicht. Denn jetzt ist es ja besonders rutschig, so mit feuchter Wiese und ein bisschen Laub. Und da fliegt man schön quer um die Kurve. Also man kann richtig viel Spaß damit haben. Ist schon geil. Kommt echtes Rennfeeling auf. Sehr cool. Und wer kann schon sagen, dass er private Rennstrecke hat. So, bei den Viechern ist alles in Ordnung. Füttern und Misten, Wasser fahren erst morgen wieder. Jetzt gehe ich dann ein bisschen in den Innendienst, mache die restlichen Sendungen noch fertig und dann sind wir mit dem Versand von der Schlachtung auch durch. Eigentlich. Jo. Jo, heute am Donnerstag auch mal wieder bloß eine Feierabendaufnahme, weil es jetzt einfach bloß darum geht, nochmal Weide zu kontrollieren und zu gucken, ob Wasser und Futter benötigt wird. Echt, viel mehr geht gerade nicht. Es ist kühler geworden. Man merkt jetzt deutlich, jetzt kommt der Winter, jetzt hat der Herbst deutlich an Fahrt aufgenommen. Jetzt ist es kühler, also an diesem Sommerherbst, den wir jetzt die letzten Tage gehabt haben, mit teilweise bis zu 24 Grad, brauchen wir uns nicht gewöhnen. Jetzt geht's dahin. Aber macht ja nichts, inzwischen haben wir ja genug Winterfutter eingekauft. Jo, gerade haben wir noch die letzten Abholer vom Webshop. Und ich muss nochmal für 2 Rindergruppen Futter fahren. Zum Glück haben wir überall Lichter, denn für so eine nachtblinde Eule wie mich ist das natürlich schon kacke um die Zeit. Aber ging nicht früh, ne? Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Oder die Arbeit daheim, je nachdem. So, jetzt wollte ich die Kamera als Taschenlampe missbrauchen. Keine Ahnung, was mit los ist. Bisschen unkonzentriert. Aber da müssen wir halt jetzt mal einmal Licht machen. Und dann sperren wir erstmal die Rinder aus. Dass wir die da jetzt nicht hochgeiern zum Futterplatz. Denn dann kann ich in aller Ruhe füttern. Ohne dass irgendein gieriger Bulle neben mir mit den Hörnern reinhämmert in den Ballen. Sobald ich den Schlepper anlasse, dann wissen die Bescheid und dann gibt es sofort Kursberichtigungen nach oben und dann sind die alle da oben und stehen mir im Weg rum und jammern und schimpfen und schreien. Und das System ist garantiert nicht für Einhändige erfunden worden, das sag ich euch. Oh, Alter. Und. So, jetzt machen wir da oben mal auf. Dann können wir da das Futter reinschieben. Genau, da hinten wird schon geschrien. Da hat jemand gehört, dass da oben was passiert. Dann einfach mal losschreien.
Im Zweifelsfall war es unsere Rosa. Denn die schreit immer. Immer und überall. Einfach nur, weil sie es kann. Ja, würde ich aber als Kuh genauso machen. Ganz klar. Sonst würde ich ja nicht zu meinem Recht kommen. Ne? Einfach mal schreien. Und dann marschieren wir wieder hoch. Schnappen wir uns einen Heuballen, knallen ihn da schon mal rein. Da hinten ist schon ein Schrei. Rosa. So, jetzt wird es langsam da vorne auch etwas leerer. Ja, inzwischen sind wir schon bei unserem Futterverbrauch vom Winter, ganz klar. Denn wir haben jetzt ziemlich genau täglich einen Ballen. Oder ja, sagen wir mal zwei Tage einballen. Aktuell hält sie noch in Grenzen. Und wenn jetzt dann richtig kalt wird, dann gibt sie mir hauptsächlich Silo. Samstag früh, Herbstmorgen, das erste, was wir tun, ist natürlich wie immer die Weidekontrolle. Und nachdem die jetzt erfolgreich beendet ist, dort alles in bester Ordnung ist, liefere ich jetzt noch ein Fleischpaket aus. Das hat einen besonderen Grund, denn beim Packen habe ich festgestellt, dass das ein Kollege ist mit ganz besonderen Rindern. Jetzt haben wir den Empfänger angetroffen, da ist das Paket. Vielen Dank für die Bestellung. Vielen Dank für den Bringservice. Da gibt es auch einmal einen Spezialservice, weil wenn man besondere Rinder anschauen will, dann macht man einmal einen speziellen Service. So, nachdem ich ja gesagt habe, wir sind heute bei besonderen Rindern, schauen wir uns das gleich einmal an. Wir sind heute beim Kollegen. Servus. Ihr kennt ihn vielleicht auf YouTube, wenn nicht, schaut unten mal in die Videobeschreibung, dass er verlinkt. Und in zwei Wochen ist er auch bei uns im Livestream und steht uns Rede und Antwort. Der gute Mann hält ganz besondere Rinder und da gehen wir jetzt mal rein. Da haben wir unsere Kiri. Na? Du magst gerne hinter den Ohren. Und das schnüffelt auch gleich der Babbo. Wer sich jetzt fragt, was das denn für eine Rinderrasse ist, das sind Yaks. Der gute Kollege hat den YouTube-Kanal Weidejack. Und da steckt im Namen drin. Diese wunderschönen Tiere. Schauen wir uns jetzt mal genauer an. Rasseunterschied ist schon mal die Moon nicht so richtig, sondern die Grunzen. Ich glaube, Grunzochsen werden sie auch genannt. Grunzochsen sind richtig? Deswegen auch genannt, ja. Genau. Also wunderschöne Tiere. Und da haben wir was Frisches dabei. Ganz frisch, die kleine Nelly. Und die Mama ist ein bisschen nervös. Also die grunzt dann gerne, wenn irgendwas Neues kommt. Und ich habe mir die wesentlich größer vorgestellt. Aber der Kollege hat es mir gerade erklärt. Das liegt wohl daran, dass ich bei mir im Kopf drin hatte, diese ursprünglichen Yaks, wie sie in den Anden, sind die in den Anden beheimatet? Auch, schon, ja. Ne? Genau, wie die da beheimatet sind. Und das sind halt dann schon die Hausversion davon. Also die sind ja ein bisschen kleiner als unsere Highlander. Vom Fleisch her, habt ihr das schon mal probiert? Fleisch ist so eine Mischung aus Wild und Rind. Also sehr rot, kurzfaserig, hoher Cholesterin. Also klingt wie bei uns. Also richtig, es geht ähnlich in die Richtung. Und ihr vermarktet die jetzt auch dann? Werden in zwei Jahren, fangen wir mit der Vermarktung an vom Fleisch. Da werde ich definitiv mal was probieren. Ich habe die ganze Zoologie schon durchprobiert, aber einen Yak habe ich noch keins gegessen. So, dann gucken wir uns mal die Weideanlagen an. Also wirklich alles sehr schön und aufgeräumt da, sehr ordentlich. Das mag ich gern. Das ist ein bisschen ein Unterschied auch zu uns. Bei uns ist es aktuell nicht so aufgeräumt und auch nicht so ordentlich. Aber das kennt ihr ja von den anderen Videos genug. Du bist der Chef. Wie heißt denn? Martel. Wie? Er hieß Martin. Der Martin? Er kommt aus dem Niederbayerischen und da sagt man Martin. Da klingt das alles sehr schön. Der Martel.
Aber in Franken heißt er halt wie? Martin. Ja, und das klingt blöd. Martin, das klingt wie ein Depp. Martin klingt wie ein Depp, deswegen bist du der Martin. Entschuldigung, nein, Martin. Na, ich kenne auch einen Martin, den kennt ihr sicherlich auch. Aus dem alten Vorland. Und da hinten, sind, da hinten sind auch noch schöne Tiere. Was sind das? Ist das speziell? Nee. Nö, ist auch ganz normal. Das ist eigentlich die, die als nächstes kalben müsste, die Julia. Okay. Es gibt ja auch weiße, es gibt ja schneeweiße Jacks. Okay. Und wir hätten jetzt gerne, wir kaufen jetzt nochmal zwei. Und da hätten wir auch gerne weißes dabei. Schön. Ich wusste gar nicht, dass die auch noch in verschiedenen Farben gibt. Also heute ist wirklich wieder Fortbildungsreise. Top. Hat sich rentiert, dass wir runtergefahren sind. Genau. Ja, und wenn man sich die Kälber von den Tieren so anschaut, so ganz unähnlich einem Highland-Kalb sind sie. Die Größe, die Fellstruktur. Würde ich jetzt, wenn man sie nebeneinander stellt, auf den ersten Blick wahrscheinlich nicht auseinanderhalten können. Das verwechselt sich dann erst. Aber die schauen schon sehr eigentümlich aus. Ne? Das ist was ganz Besonderes. Und das Tolle ist ja hier, merkt man, dass sie echt gut kalt werden und vielen Menschenbezug haben. Die sind so ruhig. Das könnte man bei unseren Damen so nicht garantieren. Schon klasse, macht Spaß. Gerade auch eine Hand auf Zucht gestreichelt, die frisst jetzt gerade davon. Also schon überlegt, ob ich den Kofferraum ausräume, den Hund rausquartiere und dann sie mitnehmen, weil das ist ja mal mega Kuscheltier. Muss ich noch verhandeln, vielleicht lässt er mit sich reden. So, dann war das unsere Fortbildung am Samstag bezüglich Jack. Sehr interessant. Hatte ich bis jetzt überhaupt noch keinen Berührungspunkt. Und ja, da hat sich der Ausflug definitiv gelohnt. Dem Kollegen nochmal gutes Fleisch vorbeigebracht und gleichzeitig auch wieder neue Leute und neue Tiere kennengelernt. Was ich jetzt mache, ist einmal gleich hier oben durchschieben. Da sind ein Haufen Futterreste. Und deswegen machen wir hier mal den Fressplatz gleich wieder schick. Ja, man merkt, es ist jetzt mehr Parteienverkehr hier oben, denn ja, nach ein paar Tagen schaut es schon ziemlich wild aus. Es ist halt auch ständig Bewegung drin, deswegen noch wilder. Vollkacken durchlaufen ist halt einfach so, muss man immer schön regelmäßig sauber machen und misten. Aber dafür haben wir ja unseren kleinen Minilader da stehen, den ich jetzt da wieder raushol und mir einmal schnell durchschieben. So, jetzt ist hinten auch wieder sauber bei den Ladies. Bleibt auch soweit trocken, so wie es heute ausschaut. Herbstlicher Tag und jo, mehr kann ich die Wochen eigentlich gar nicht mehr zeigen. Deswegen mache ich an der Stelle mit dem Video wieder Schluss. Wenn es euch getaugt hat, gebt ihr den Daumen nach oben. Seid beim nächsten Mal wieder dabei, um da auf dem neuesten Stand zu bleiben. Einfach mal den Abo-Knopf drücken und die Glocke, dann werdet ihr erinnert, wenn was Neues kommt. Ansonsten immer jeden Sonntag um 9 Uhr einen Vlog. Jeden Mittwoch 20.30 Uhr Hauers Welt. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Kleine Farming-Talkshow mit allen möglichen interessanten Gästen aus dem Social Media und Farmbereich. Unbedingt reinschauen, kann man auch alles nachgucken. Hier oben ist die Playlist nochmal dazu. Ansonsten sehen wir uns dann in alter Frische beim nächsten Stream. Beim nächsten Vlog. Bis dahin sage ich wieder Servus und Ade. I'm a country boy.